Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Englisch-Lernvideo mit mir, HiBrain. Und wisst ihr, ich finde das so interessant, wenn man eine Fremdsprache lernt. Ihr wisst ja, unsere Muttersprache ist Deutsch. Wir leben in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz, wo Deutsch die Einheitssprache, die Standardsprache ist. Die Sprache, die alle drei Länder miteinander verknüpft und einigt. Und ich finde das wirklich sehr schön. Ich finde es auch schön zu wissen, dass Deutsch eine Weltsprache ist. Eine Weltsprache mit sehr viel Potenzial, ja. Wenn man sich die Prognosen anschaut von allen Weltsprachen, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, hat Deutsch sehr gute Zukunftsaussichten. Das liegt zum einen an der Politik, am Fortschritt, an der Kaufkraft, am Wachstum und an der Wirtschaft natürlich. Also es kann nur eine gute Idee sein, weißt du, wenn du jetzt, ob jetzt Deutsch deine erste Sprache oder deine Zweitsprache ist, ich kann dich dazu nur ermutigen, dein Deutsch zu perfektionieren. Wirklich. Ich wollte es genauso. Und ich finde es auch sehr cool, weißt du, wenn man Standarddeutsch spricht. Egal, wo du herkommst, ob du jetzt Wiener bist oder Oberösterreicher oder Vorarlberger oder Norddeutscher, weißt du, ich finde es halt schön, weil es gibt sowas wie eine Standardsprache, ja. Jede Sprache hat eine Standardsprache, weil zum Beispiel für Deutsch gibt es nur ein Wörterbuch und ein Duden. Na, das Duden der deutschen Sprache, das deutsche Wörterbuch. Bei Spanisch ist das ja genau dasselbe. Ich kann ja auch fließend Spanisch und ich finde es wirklich erstaunend, weil Spanisch ist eine der wenigen Sprachen, die kaum, also verändert, corrupt, one of the least corrupted languages, wie man auf Englisch sagt. Es ist einer der am wenigsten veränderten, manipulierten Sprachen. Also ob du jetzt in Mexiko bist oder in Kolumbien oder in Kuba, überall spricht man dieses Standardspanisch, ja, was mir wirklich sehr, sehr gefällt. Natürlich gibt es örtliche Slangs und so Dialekte oder manchmal sogar eigene Wörter, zum Beispiel in Mexiko. Weil es an der Grenze liegt zu Amerika, sagt man manchmal zu Kutsche auch Carro, ja, von Car, der Car, also die Mexikaner sagen untereinander, es ist mi Carro, ja. Natürlich kennen die auch das Wort Kutsche, aber was ich sagen will, ja, ich finde es immer schön, wenn man zurückgeht zur Standardsprache, ja, so wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Deutsch rede, ja, mich kann man jetzt nicht zuordnen, ob ich jetzt Österreicher bin oder Deutscher oder Schweizer. Und das ist das Schöne, ja, weil ich meine, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich könnte auch Wienerisch reden. Ja, ich finde es urleibend, dass wir da miteinander Wienerisch reden können, ne, und dass wir uns alle verstehen. Aber ich möchte das nicht. Ich wollte das nicht von Anfang an, weil was die Österreicher auch sehr gerne immer machen, ja, die verschlingen auch diese Selbstlaute. Und ich höre das sogar in den Nachrichten, in den Medien, auf ORF1, auf ORF2. Bitte, das sind öffentlich, sogar öffentlich-rechtliche Nachrichtensender, ja, und ich mag das überhaupt nicht, wenn die so sagen, ich gebe euch ein paar Beispiele. Gesagt, er hat es mir gesagt, ja, das heißt gesagt oder, ja, mir fällt das nicht so auf die Schnelle ein. Gemacht, genau, gemacht, gemacht, gesagt, das ist nicht gut, bitte hört auf damit, das heißt gemacht, gesagt, ja, weil, weißt du, das wird immer schlimmer. Und zum Glück, ja, es gibt immer Abweichungen, es gibt immer Leute, die halt Sachen nicht richtig aussprechen, weil, weißt du, dadurch machst du dir dein Leben nur schwerer. Dein Leben. Es geht um dein Leben, egal welchen Beruf du hast, ob du Unternehmer bist, umso mehr, weil, weißt du, wir alle wollen expandieren, wir alle wollen mehr verdienen und hoffentlich auch irgendwann einmal international gehen. Ja, und das Deutsche, wie gesagt, das, was die drei Länder miteinander verknüpft, ist das Standarddeutsch. Das Standarddeutsch. Gesagt, gemacht, getanzt. Ja, also deswegen kann ich euch nur empfehlen, wirklich Hochdeutsch zu reden, Standarddeutsch. So werdet ihr auch ernster genommen. Also keine Frage. Du wirst sogar hier in dem eigenen Wien, egal, ich merke das, ja, ich habe mit Kunden jeden Tag zu tun. Wenn du wo anrufst und Hochdeutsch redest, ohne Akzent, dann wirst du einfach ernster genommen, ja, du wirst, es ist, der Unterschied ist der Wahnsinn. Auch wenn die es nicht zugeben wollen, es ist nun mal so. Also, merkt ihr, deine Sprache ist deine Visitenkarte. Okay, Leute, jetzt geht es aber um Englisch.
Und weißt du, für mich, ich finde das so erstaunlich, das macht so viel Spaß, weißt du, wie man sieht, dass man in Englisch oder in irgendeiner, aber wir reden jetzt mal über Englisch, dass man immer besser wird, schrittweise. Dass man dann fließend, ja, ihr wisst ja, ich bin in der Bildungsbranche tätig und ich sehe oft da Lebensläufe und Bewerbungsschreiben von Bewerbern. Und was viele gemeinsam haben, ja, aber ich verstehe das irgendwie auch, man will sich immer besser darstellen lassen als schlechter, ne? Das ist menschlich. Alle schreiben in ihrem Lebenslauf sehr gute Englischkenntnisse. Alle. Ja? Keiner schreibt mittel oder mäßig. Alle wollen immer gleich sehr gut. Ja? Und ich weiß nicht, was du mit sehr gut meinst, aber laut Definition kannst du dann deine Sprache sehr gut, wenn du darin schriftlich und mündlich und auch hören, also hören, es gibt sowas wie ein Hörenverständnis. Das heißt, wenn du dich mit deiner Muttersprache unterhältst, Australier, Engländer oder Amerikaner, ja, wenn du jetzt auf einem Tisch sitzt mit einem Australier oder Engländer oder Amerikaner und ihr euch unterhält, ja, ohne dass er langsam reden muss für dich, ohne dass du ihn dauernd unterbrechen musst, excuse me, can you repeat that please? Wenn du ihn verstehst, ja, das ist das eine, hören, verstehen. Das zweite, wenn du dann teilnimmst, ja, also cohesive discussion nennt man das auf Englisch, also eine zusammenhängende, eine passende Diskussion führst. Das ist auch das Schwierige, ja. Wenn du das alles kannst, dann kannst du die Sprache sehr gut und fließend natürlich. Also ohne dauernd unterbrechen zu müssen, überlegen zu müssen. Wenn du das kannst, hey, dann gratuliere. Dann kannst du auch in deinem Lebenslauf schreiben, Englisch sehr gut. Okay, und dafür braucht man nun viele Vokabeln. Aber wisst ihr was, es gibt gute Nachrichten. Als Deutscher, mit Deutscher meine ich Österreicher, Schweizer genauso, ist es viel einfacher, Englisch zu lernen als umgekehrt. Ja, ein Engländer oder ein Amerikaner tut sich viel schwerer, Deutsch zu lernen. Man ist trotzdem leicht, weil Englisch ist eine germanische Sprache. Wir haben Gemeinsamkeiten. Guckt euch dazu mein Video an. Ich habe ein Video dazu gepostet, warum Deutsch eine der schwierigsten Sprachen der Welt ist. Habe ich gepostet. Schau dir das an. Um das Level zu erreichen, Englisch perfekt, ja, sehr gut zu beherrschen, ja, wo du dich bezeichnen darfst als ein sehr guter Englischreder, als jemand, der sehr gut Englisch kann. Um dieses Level zu erreichen, ja, da musst du ein paar Hürden überwinden. Das dauert. Du musst geduldig sein, Schritt für Schritt musst du lernen, die Rechtschreibung, die Grammatik, die Vokabeln. Also man arbeitet sich dorthin. Ja. Das ist das Schöne am Leben. Es gibt Lehrer und es gibt Schüler. Ein Schüler kann nicht gleich am selben Niveau sein wie ein Lehrer. Das ist schrittweise, Leute. Je Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und irgendwann einmal bist du auch oben. Na, das ist ein schönes Gefühl. Dann kannst du stolz auf dich sein. Oha, ich kann jetzt sehr gut Englisch. Ja, ja, und weißt du, dazu brauchst du Vokabeln. Und in dem Video schauen wir uns ein paar Vokabeln an. Wir lernen ein paar neue Vokabeln. Ich gehe das mit euch einfach durch. Ja, und wir machen das gemeinsam. Also, für Erkältung zum Beispiel sagst du cold. Erkältung bedeutet auf Englisch cold. Grippe bedeutet flu. Zum Beispiel, ich habe eine Erkältung. Du sagst einfach, I have a cold. Ja, graben vielleicht. Ja, weißt du, wenn du, also stell dir vor, so einen runden Graben. Ja, das nennt man pit. P-I-T. Und lustig, dass das Wort pity, also schade, ne, pity. What a pity. Wie schade, ne? Pity, das eigentlich von da kommt, ja, weil wenn du in einen Graben fällst, na, dann hast du Pech. Also immer wenn du an Pech denkst, ja, denk an den Graben. Oder umgekehrt, immer wenn du an den Graben denkst, ein rundes Loch in der Erde, dann denk an Pech, Pity, und dann weißt du, aha, es ist Pit. Und etwas graben ist to dig, D-I-G, merken, to dig. Die Past Tense ist aber unregelmäßig, das wird zu dug, D-U-G. Ja, dick und dann duck. Ja, machen wir kurz die Getreidesorten durch. Ja, also ihr wisst, Weizen ist wheat, Gerste ist barley, Hafer ist oat, also oats, das ist ein Mehrzahlwort. Dann, was haben wir noch? Dinkel ist spelt. Haben wir noch etwas? Roggen ist rye. Rye, meine ich, Rye, sagt man. R-Y-E.
Okay, sehr gut. Genau, das ist noch was, weißt du, da war letztens so eine Diskussion, was ist der Unterschied zwischen einem Passant und einem Fußgänger? Ja, ihr kennt das vielleicht von den Berichten. Nein, nein, er war nur Passant oder nein, nein, er war nur ein Fußgeher. Also, weißt du, das ist ja im Deutschen genau dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Das war eine interessante Diskussion und manche haben gesagt, oh, that's the same, you know. A passersby is a pedestrian and a pedestrian is a passersby. But it's not necessarily true. Weil, weißt du, ein Passerby, Einzahl, Passerby, Mehrzahl, Passersby, ein Passerby ist ein Passant, das ist einfach eine Person, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an ein bestimmtes Geschehnis vorbeigegangen ist. Es muss aber nicht gegangen, das Wort gehen, im Deutschen haben wir nicht, da haben wir ein besseres Wort. Es muss nicht gegangen sein, es kann auch auf einem Fahrrad sein, vorbeigefahren auf einem Fahrrad. Es kann auch auf einem Scooter gewesen sein, es kann auch auf einem Motorrad gewesen sein, es kann sogar in einem Auto gewesen sein. Du kannst sogar in einem Auto vorbeigefahren sein, ja, an ein bestimmtes Ereignis, an ein bestimmtes Geschehnis, das gerade passiert ist. Ja. Denk an die Zeugenvernahme, an die Berichte, was weiß ich. Ja. Und da braucht man immer Leute, also Passanten, das sind die Leute, die das gesehen haben. Und die nennt man Passerby. Ja, aber jemand, also ein Pedestrian ist ein Fußgänger, das ist ausschließlich jemand, der zu Fuß und auch nur am Fußgängerweg, Sidewalk auf Englisch, Sidewalk, am Fußgängerweg zu Fuß geht. Ja, also ein Pedestrian kann auch ein Passerby sein, aber ein Passerby muss kein Pedestrian sein. Okay, ich hoffe, das ist jetzt klar. Genau, noch ein, wisst ihr, es gibt so geläufige Fehler von deutschen Muttersprachlern. Das sehe ich immer wieder, wenn jetzt ein Deutscher oder ein Österreicher oder ein Schweizer Englisch lernt oder Englisch spricht. Es sind immer dieselben Fehler, die wir machen, ja, aufgrund unserer Sprache. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, Englisch lernen, Begleitbuch zum Schulunterricht. Das findet ihr unter dem Link in meiner Bio. Das richtet sich speziell an deutsche Muttersprachler, weil die dieselben, da liste ich wirklich so die Common Mistakes, die häufigen Fehler von deutschen Muttersprachlern. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt erinnern kann, zu Fuß sagt man on foot. On foot, ja, zu Fuß. Oder was noch sehr gerne gemacht wird, ist bekommen. Manche glauben, man sagt to become. Okay, ich bekomme zum Beispiel ein Cola. Also manche Deutsche sitzen wirklich im Restaurant und sagen, I become a Cola. Und der Kellner denkt sich an, ich hoffe nicht, ja, ich hoffe nicht, dass du zu einer Cola wirst. Weil to become heißt auf Englisch werden. Du kannst sagen, I want to become a doctor. Oder I become nervous, ich werde nervös. Aber bekommen heißt get. So, machen wir weiter. Im Nachhinein sagt man in hindsight, in Hindsight. Dann Einkaufswagen, weißt du? Und da, ich bitte euch, das amerikanische Englisch zu lernen. Euch wird auffallen, dass im Wörterbuch immer das britische, also das Wort, sagen wir zum Beispiel, ihr sucht ein Wort für Einkaufswagen. Dann öffnet ihr das Wörterbuch und da steht britisches Englisch, trolley. Amerikanisches Englisch, cart. Komplett anderes Wort, ja? Und welches Wort lernst du jetzt? Weil du musst dich für eine Sprache einigen. Und ich weiß, in den Schulen wird eigentlich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es wird immer das britische Englisch empfohlen. Und die Lehrer waren zumindest zu meiner Zeit auf das britische Englisch eingestellt. Ja. Aber ich empfehle euch, lernt das amerikanische Englisch. Ich finde das amerikanische Englisch einfach cooler. Ich finde es auch einfacher. Ich finde, es macht einfach mehr Sinn. Ja, weil ihr wisst ja, die Amerikaner sind auch einfacher Leute. Und ich finde es einfach cooler. Und international gesehen, ja, Amerika ist ja ausschlaggebender. Vor allem, wenn du Musik machst, Filme machst, wenn du spielst und so weiter, dann lern doch das amerikanische Englisch, weil von dort kommt das ja auch alles. Ne? Spiele, Medien, Musik, Filme, das kommt alles aus Amerika. Also, Einkaufswagen, cart, C-A-R-T. Dann genau das...
Ja, das ist ja Behörden, weil das wissen viele nicht. Ja, wenn die dann Englisch reden, die sagen ja mit den Behörden, Probleme mit den Behörden. Und dann fällt ihnen das Wort nicht ein für Behörden. Also Behörden sagt man Authorities, okay? Authorities. Genau, dann gibt es ein cooles Wort für Schleppen oder Transportieren, und zwar Haul. Ihr kennt vielleicht dieses amerikanische Schleppdienstservice, also Umzugsservice, U-Haul. Habt ihr sicher schon mal gesehen von den Filmen. Da steht dann U und dann Haul. Ja, so heißt die Firma. Und to haul, ja, also Haul geschrieben, man sagt Haul, ist etwas schleppen oder ziehen oder transportieren. Okay, dann, wie sagst du, jemand ist sehr gepflegt? Dann sagst du, he is very well groomed. Groomed ist auch ein wichtiges Wort. G-R-O-O-M-E-D. Und das Verb davon ist sich pflegen. Pflegen, na, bedeutet to groom. Groom, genau. Ja, jetzt gibt es noch so viele Vokabeln, aber wir machen jetzt nur wirklich sehr, sehr wichtige, wo ich mir denke, ihr müsst die wissen. Weißt du, so wichtige Vokabeln, die man braucht im Alltag, die dennoch wenige wissen. Ich sag's euch ehrlich, wenige. Zum Beispiel Gleichung. Wie sagst du, also eine mathematische Gleichung? Ich wette, die meisten Zuseher, die wissen das einfach nicht. Wie sagst du Gleichung? Eine Gleichung. Equation. Equation geschrieben. Genau, wie sagst du Sarg? Ein Sarg, ja? Und dann wieder, nimm das amerikanische Englisch, da sagt man Casket mit C, Casket, genau. Pflegeheim, wie sagst du Pflegeheim? Nursing Home, Nursing Home. So, und jetzt zum Schluss noch zwei Wörter, ja. Ihr wisst ja, dass Englisch, ich habe schon zwei Videos darüber gemacht, wo ich demonstriert habe, dass Englisch eigentlich, Englisch ist sowieso viel einfacher als Deutsch, ja, aber was so erstaunlich ist für mich, es ist oft genauer, präziser. Ja, guckt euch zum Beispiel mein Video an zum Sieb. Also im Deutschen, es gibt zum Beispiel verschiedene Siebe. Es gibt die kleinen Handsiebe, kennt ihr die? Die haben so ein Netz unten. Es gibt die größeren Siebe, die haben so Metall und größere Löcher. Und dann gibt es die großen, runden Siebe, die man für Spaghetti verwendet, ja, zum Abtropfen. Auf Deutsch sagt man einfach Sieb, 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 Sieb. Aber im Englischen unterscheidet man ganz genau Sieve, Strainer, Colander, schaut euch das an. Ich habe noch ein Video gepostet zum Wort Deckel, ja, weil auf Deutsch haben wir ja nur ein Wort für den Deckel. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, boah, das ist ein schöner Deckel. Stell dir vor, jemand, der sagt zu dir, da liegt ein schöner Deckel auf dem Tisch. Ja, mach die Augen zu. Stell dir vor, jemand sagt dir, boah, da liegt aber ein schöner Deckel auf dem Tisch. Und was stellst du dir vor unter einem Deckel? Ja. Das kann ein kleiner Deckel sein für eine kleine Flasche. Das kann ein drehbarer Deckel sein, ein abnehmbarer. Das kann auch ein größerer Deckel sein. Siehst du? Und das, was mich so fasziniert, der Englisch ist ja viel einfacher als Deutsch. Die haben nicht die drei Artikel, der, die, das. Die haben nicht die vier Fälle. Und bei denen ändert sich nicht immer Eigenschaftswort, Verb, Nomen. Wenn Deutsch schwieriger ist als Englisch, wieso haben wir dann auch nicht zum Beispiel für Deckel mehrere Wörter? Weil auf Englisch zum Beispiel, die wissen jetzt genau, ja, wenn jetzt ein Engländer oder ein Amerikaner hört, Cap oder Lid oder Cover, das sind drei verschiedene Wörter für Deckel. Cap, Lid und Cover. Wenn jetzt ein Amerikaner hört, there is a cap on the desk, dann weiß er genau, was das ist. Ja. Das ist nämlich der kleine, abnehmbar, drehbare Deckel einer Flasche, zum Beispiel einer Cola-Flasche. Das nennt man nur Cap. Da kannst du dazu nicht sagen Cover und auch nicht Lid. Niemand kann dazu Lid sagen. Das ist nur Cap. Okay? Und jetzt habe ich noch so zwei ähnliche Wörter für euch. Urviel Kribbeln dazu. Also, für Boden, wisst ihr, für Deutsch haben wir auch nur ein Wort für Boden. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das liegt auf dem Boden. Oder zum Beispiel, er sitzt auf dem Boden. Ja, woher weißt du jetzt, also was stellst du, mach die Augen zu und stell dir vor, jemand sitzt auf dem Boden. Jetzt sei mal ehrlich, das kann doch jeder Boden sein. Das kann ein Wohnzimmerboden sein, also ein Parkettboden, also ein Innenboden kann das sein, in einer Wohnung oder in einem Haus. Oder es kann sogar auf einem Dachgeschoss sein, na, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt am Dachgeschoss. Und ich habe die Füße auf dem Boden.
Ja, aber im Englischen wird da genau unterschieden. Es gibt nämlich Floor, dort mit Doppel-O, Floor. Das ist nur der Boden in einem Zuhause, in einer Wohnung oder einem Haus. On the floor. Also wenn ein Amerikaner hört, he's sitting on the floor, dann kann er sich sehr gut vorstellen, welcher Boden gemeint ist. Weil für alles andere sagt man ground. Ground, weißt du? Weil jetzt, wo ich bin zum Beispiel, auf Englisch wäre das the ground. Okay? My feet are on the ground, nicht on the floor. Und da tun sich auch viele Deutsche schwer. Die verwechseln auch diese beiden Wörter, floor and ground. Ist ja auch kein Wunder.